Hi, mein Name ist Roger Kong. Ich bin ehemaliger Torwart von WASP 98 Hannover und der deutschen Nationalmannschaft. Herzlich willkommen zu Rogers Regelkunde. Teil 3, die Schiedsrichter und das Kampfgericht. Das Spiel wird je nach Liga von 1 bis 2 Schiedsrichtern geleitet, die über Regelverstöße und Tore entscheiden. Jedes offizielle Spiel hat ein Kampfgericht. Dazu gehören ein Protokollführer, ein Zeitnehmer für die Spielzeit und ein weiterer Zeitnehmer für die Angriffszeit und die Strafen. Der Protokollführer zeichnet auf einem Formblatt anhand von Kürzeln den Spielverlauf auf. Die Zeitnehmer signalisieren dem Schiedsrichter die abgelaufenen Zeiten mit Trillerpfeifen oder einem Signalhorn. Der Ablauf einer Strafe wird dem Spieler durch ein Flaggensignal in der jeweiligen Kappenfarbe des ausgeschlossenen Spielers angezeigt. In wichtigen Wettbewerben wie der Champions League gibt es noch je einen Torrichter. Er hat seinen Platz genau auf Höhe der Torauslinie. Durch Signale seiner Arme zeigt er dem Schiedsrichter an, ob es Tor, Eckball oder Torabwurf gibt. Tor in Überzahl.